Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Trees. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und da legen wir auch schon los. Was haben wir in der letzten Woche geschafft? Oder in der letzten Woche? Haha. In der letzten Folge haben wir unser Gewächshaus fertig und wir haben unsere Gießkanne. So, das hieße ja jetzt. Unsere Gießkanne, wenn wir die jetzt in die Hand nehmen, scheint die Anzeige voll zu sein. Also gehen wir uns jetzt mal so eine hübschen Samentüten holen und gucken mal, ob wir sowas hier angebaut kriegen. Der Tag neigt sich dem Ende hier im Spiel. So, nee, das war dann doch nicht hier drin. Das war dann wohl doch in der mittleren, möchte ich meinen. Genau, so, dann nehmen wir uns mal davon einem. Ja, nehmen wir gleich alle drei oder was. So, und einmal den. Dann machen wir den nochmal zu, bringen das Holz nochmal hier kurz ums Eck. So, ein bisschen Platz machen. So, und dann nehmen wir uns noch zwei Tütchen von den Samen mit. So. Jetzt gucken wir mal, was wir damit machen können. Also wieder runter die Treppe. Okay, so. Hier wird es auch schon langsam etwas. So. Nee, wir nehmen das hier rein. Ja. Okay. Der kann wohl auch noch ein bisschen was vertragen. So. Wie voll die Kanne ist. So, sehr schön. Dann sehr toll gemacht. So, die schön voll. Und so wie auch im echten Leben gehe ich mal davon aus, dass man auch hier das Ganze regelmäßig nachprüfen muss, gehe ich mal von aus. Von alleine wird das, denke ich mal, nichts hier. So. So. Voll. So, dann können wir noch die hier setzen. So. Ich glaube, eine Tüte hatten wir oben noch. Aber die lassen wir erstmal oben liegen. Wir gucken erstmal, wie weit, wie das hier läuft. Und hier noch ein Schluck für die rote Beete. Ich gehe mal davon aus, dass es so gut wie es ist. Und dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. So. Gute Nacht. Oh, viel geschafft. Oh, Tag 19. Mensch, die Zeit vergeht. So. Ach, da haben wir doch noch einen drin. Gut, den werden wir dann auch nochmal. Jo, was. So. Guck, da gucken schon kleine raus. So. Einmal die Kanne. Die Uhr daneben zeigt das wohl an, wie weit die sind. Einfach nur mal der Neugierde halber, was hat sich denn zu gestern geändert? Wasser ist noch genug da. Die haben wir auch noch genug. Ja, gut.
Dann werden wir jetzt erstmal was essen. Und dann werden wir erstmal wieder was kochen müssen. Ich glaube so, dass wir da nicht mehr so viel... Nicht mehr so viel hat mir gefallen. Ja, dann werden wir erstmal ein bisschen Holz holen. Ein bisschen Zutaten. Und dann werden wir uns mal wieder ein wenig bekochen müssen. Sonst zumindest erstmal die Vorräte auffüllen, ne? Und dann können wir uns ja an das Zelt machen. Das war ja laut meiner Erinnerung das nächste, was wir jetzt auf dem Plan haben, ne? Ja gut, dann ich glaube, die können wir auch noch verkochen. So, dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wir werden dann erstmal ein wenig Winnies Kochshow spielen, sagen wir es mal so. So, kochen. Einmal davon. So. Das scheint auch tatsächlich länger zu gehen. Guck mal. Inventory voll. Inventory voll. Packen wir kurz mal das da rein. Das können wir uns ja nachher wieder rausholen. So. Okay. Gucken. So. Eine davon reicht ja. Können wir in der Zeit schon mal wieder das nächste Holz holen. Ich glaube, so viele Sticks waren gar nicht mehr, ne? Erstmal fertig und sammeln dann unterwegs bei Gelegenheit wieder. Wenn wir das nächste Mal rauskommen, sammeln wir dann bei der nächsten Gelegenheit wieder mit ein. Machen wir es mal so. Verlegen. Und fertig ist der Gulasch. So. Ach Gott. Nehmen wir das erstmal ganz kurz in unsere Truhe. So. Und dann gucken wir mal, wie wir den Rest noch verkocht kriegen. Einmal das. So. Palim. Ja, was muss, das muss, ne? Das bringt ja alles nichts, wenn wir verhungern. Haben
haben wir ja nun mal ausreichend, dann können wir das auch nutzen, ne? Ich finde das auch richtig cool gemacht. Also so eine... Naja, gut. Ich schwärme schon wieder, ich weiß. Aber es ist halt ein schönes Spiel. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es halt toll. Jetzt guckst du hier raus beim Kochen und der Bär läuft vorbei. Dann würde ich ja lachen. Dann Fenster auf und so nach dem Motto, er möchte auch gern was zu essen. So, Sticks haben wir keine mehr. Jetzt muss das hier ausreichen erstmal. Der Rippel reicht aus. Ja. Inventory folgt. Oh, dann können wir schon wieder ein bisschen was wegbringen. Zack, 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 zack. Eins behalten wir auf Tasche. Den nehmen wir noch mit raus. So, dann bringen wir die anderen Ingredienzien wieder nach oben. Dann haben wir es auch schon jetzt Mittagszeit gleich. Sonne steht schon wieder hoch. Ach, so. Ein wenig zu doll geklickt. Da war der Klickfinger wieder schneller. So, dann packen wir das auch wieder mit ein. Ach, wieso? Also jetzt packe ich wirklich alles ein hier. So. Und dann so loslaufen. So. Zelt hatten wir als nächstes geplant. Tools. Zelt. Also davon haben wir ja ausreichend offensichtlich. Was wir bloß noch brauchen, sind eben 6 Stückchen. Na, das ist ja dann überschaubar. Das können wir ja hin. Können wir ja tatsächlich mal... Also Sticks hatten wir tatsächlich keine mehr. Dann gehen wir mal ein paar holen. Also ich habe irgendwo auch gesehen, bei irgendeinem Let's Play, aber ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, bei welchem das war, der hat diese hier gefällt. Und dann kamen da auch Sticks bei raus. Kurz. Equip. Wieso hat er denn das jetzt nicht? Tatsächlich, guck. Nur Stickies. Hier noch welche. Wieso liegt das denn jetzt nicht auf dem... Ach so, 2, 3, 4. Ach, das geht ja gar nicht, ne? Die kann immer noch oder 4. Aber ja, gut, dann lassen wir das. Sehr schön. Noch so einen schmalen Baum irgendwo. Der sieht recht schmal aus, kann man den auch so... Na? Scheinbar nicht. Das, ja, ich weiß, ich halte euch da mehr. Aber das ist doch cool, dann braucht man nicht einen ganzen Baum fällen, nur für die Pastikis, sag ich jetzt mal. Natürlich sehr... Und die Bäume sehen ja auch nicht mehr so ganz so gesund aus. Da hinten steht noch so eine Krüppeltanne rum. So, dann nehmen wir die noch einmal. So, nimmt der die nämlich zu weit weg. Ich will die andere auch so weit wegknallen. So, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 4. Und da steht auch noch eine. So. 2. Nur noch diese Seile. Ich meine, es waren 8. Mal
komisch immer, ne? Auch genauso wie mit der Uhrzeit, man hat da gerade rauf geguckt. Wie schön das auch von außen aussieht. Schön. So. Ich sag's mal, das waren 8. Gucken wir trotzdem nochmal. 4. Komme ich auf 8? Egal. So, Happa Happa machen. So. Dann holen wir uns noch. Upsala. Na. Die Seile. Ja, so, dann kann man die sich ja. Drei Nächte. Aha. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen. Und sagen wir uns mal. Ich bin jetzt mal mutig. Wir nehmen uns jetzt einfach mal 2 Essen mit. Und dann zockeln wir jetzt einfach mal los. Dann mal gucken, wo wir uns das erste Zelt dann mal aufstellen, das erste Lager. Und dann machen wir eine Pyjama-Party mit den Bären. Das wär's doch. Das wär's doch, ne? Pyjama-Party mit den Bären. Meister Petz. Schön am Lagerfeuer, ganz romantisch. Teilen wir uns einen Fisch. Und dann geht das seinen Gang. Ja, das würde ich feiern. Und jetzt wird schon dunkel. Ich meine, das lohnt sich doch jetzt eigentlich noch gar nicht. So weit sind wir noch. Pass auf, wir machen das so. Wir werden jetzt diese Nacht nochmal zu Hause verbringen. Weil das ist mir jetzt dann doch etwas. Nehmen wir jetzt noch ein paar Stickies mit. Wenn wir schon mal da sind. So. Dann sieht der Wald auch schon recht besser aus, wenn hier diese Krüppeltannen, sag ich jetzt mal, nicht rumstehen. Ist noch dichter wieder. So. Dann gucken wir mal. Interessiert mich jetzt tatsächlich auch, ob die dann wiederkommen, diese. So wie alles andere ja auch, ne? Kleinen Krüppeltannen nenne ich es mal. Die nicht mehr so ganz gesunden. Da war kurz das Licht aus. Da steht auch noch einer. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein und gucken mal, was unsere Pflänzchen da drinnen machen. Zu lange weg sein dürfen wir ja auch nicht, wenn es da, ne? Oh, guck mal. Die brauchen Wasser. Das muss sein, ne? Die brauchen ja. Ich finde das super gut, dass so viel Kanne passt.
Also so lange wegbleiben können wir dann wahrscheinlich eher nicht. Zumindest nicht so lange hier unsere Pflänzchen hier noch sind. Oh, da hat gar nichts mehr. Guck mal. So tot sind sie zumindest noch nicht. Gehe ich mal von aus, dass die Uhr, wenn die so lange ersichtlich ist, dass die noch nicht gestorben sind. Wasser, du musst jetzt noch reichen. Jetzt muss ich gleich tatsächlich noch was holen gehen. Kein Wasser mehr. Pass auf. Ja, dann ist das so. Dann müssen wir jetzt erstmal schlafen gehen, Wasser holen. Und dann hoffen wir dann mal, dass unsere Pflänzchen das überleben noch. Gehen wir gleich ganz früh schnell los. Tag 20. So, jetzt aber schnell. Die kann ich voll machen. In der Hoffnung, dass es was hilft. Bevor wir uns da um den Rest kümmern. So, hier. Hervorragend. Und schnell wieder zurück. Ja, wir haben auch Hunger. Warte. Und dann kriegen wir die ganzen auch ihren Teil ab. So. Oh Gott, ich hoffe, dass das noch was hilft. So, hier waren wir auf. Oh, wow, 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 wow. Ah, doch, guck. Die kriegen Farbe. Werden schon leicht drüg. Wenn du da nicht aufpasst, das ist wie im richtigen Leben. Die Pflanzen brauchen auch Wasser. So, dann gucken wir gleich ihn trotzdem nochmal. Das ist ja fast schon wie in anderen Farming-Spielen, wenn es da nicht regnet. Draußen muss man ja auch jedes einzelne Feld gießen. So. Gut. Was hier? Ja, ich weiß, ich habe bestimmt schon geguckt. Genau. So, dann können wir die Karte erstmal wegpacken. Dann nehmen wir uns einmal Essen nochmal mit. Das Holz packen wir in den Herd. So. Das restliche Holz packen wir nach oben. Und solange die Sonne so noch steht, können wir tatsächlich einen Versuch starten, um mal loszuziehen. Um mal zu schauen, wie weit wir kommen mit unserem Zelt. So. Viel sammeln können wir nicht. Ich glaube, das nächste wird dann auch der größere Rucksack sein. So. Auf geht's. Schauen wir mal der Dinge, die uns dann da gleich erwarten werden. Die Wege kennen wir ja inzwischen schon ganz gut. Ich glaube, da können wir auch ein Feuerholz machen, beziehungsweise ein Feuerchen, könnte ich mir vorstellen.
bin mir jetzt nicht sicher, woher auch, ne? Also das habe ich, glaube ich, beim. Habe ich das schon gesehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn nachher das Zelt mal hinstellen, dass wir das bestimmt schaffen, könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch sowas im Feuer machen müssen, damit er nicht erfriert. Deswegen sammle ich jetzt hier nochmal schnell flugs ein paar Stöckelchen ein und dann. Na, den können wir auch mal direkt pflücken. So, ein bisschen näher her. Wie nah man hier überhaupt gehen muss, um die Dinger zu verhackstückeln hier. So. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Ich laufe jetzt einfach auf blauen Dunst weiter. An manchen Stellen waren wir ja bereits. Sind ja schon mutigerweise etwas weiter vorausgelaufen, aber wir mussten immer zur nächtlichen Zeit zu Hause sein, sonst wäre es uns wahrscheinlich sehr schlecht ergangen. So erfroren oder ähnlichem. Ruckelt das manchmal ein bisschen, habe ich so das. Also das würde ich jetzt noch. Zwei Stöcke. Es regnet, ich glaub's ja nicht. Jetzt muss es regnen, wo wir das erste Mal campen wollen. Also ein so komischer Baum gibt zwei Stöcke. So, in der Hoffnung, dass das reicht. Versuchen wir es mal da mit dem, was wir jetzt haben. Oh, da sind wieder ein paar Hasen. Pilze werden wir auch mal mitnehmen, wenn er denn noch kann. Ja. Das hört sich sehr schön an, mit dem Bogen so, nicht so gewalttätig, sage ich jetzt mal, sondern schöner, sanfter Sommerregen. Oh oh, da oben ist das Auge. Müssen wir ein bisschen Haken schlagen. Wurde mir so empfohlen. Man wüsste, wo der sich rumtreibt, ne? Gehen wir da lang. Ah, das ist wahrscheinlich genau die falsche Richtung. Da ist das Auge wieder. Mano. Gut. Jetzt ist er wieder weg. Da muss man nicht aufpassen, ne? Da ist er schon wieder, verdammte Axt. Warum bist du schon wieder hier? Irgendwo. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay. So nah kann er jetzt ja auch nicht sein, sonst würde er mir das ja anzeigen. Mensch. Ja, das ist wohl jetzt, das kommt jetzt häufiger vor, kann ich mal davon ausgehen. Ich weiß, dass wir wieder zurücklaufen, ist mir schon klar. Sonst müssen wir jetzt mal die andere Richtung dann versuchen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Gehen wir mal hier entlang. In der Hoffnung, dass wir ihm jetzt hier nicht unbedingt noch begegnen. Gibt es nur den einen Bären? Hat der eine Familie? Das sind ja alle so Fragen, die mich da denn schon sehr interessieren, um ihm wissen zu können, worauf man sich dann hier so einstellen muss. Aber es ist jetzt zu merken, dass der öfter auftaucht. So. Gehen wir einfach mal hier lang und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir gehen trotzdem genau in die Richtung. Wir gehen mal einfach da weiter. Und da hatten wir vor ein paar Folgen, glaube ich, ist es her, wir da auch eine Höhle gefunden haben, da war der ja auch in der Nähe.
sind da ganz leise lang vorbeigeschlichen. Gelesen habe ich, dass man im Kriechmodus, wenn das Auge noch nicht so ganz so, ich glaube, wenn da ist ein Ausrufezeichen irgendwie oder ist da ein Fragezeichen, ich weiß nicht genau, irgendwas neben dem Auge ist dann zu sehen und dann musst du wirklich rennen, solange aber nur in Anführungszeichen das Auge so zu sehen ist, hat man die Chance, via Kriechmodus wohl an diesem vorbeizukommen. Aber nagelt mich darauf nicht fest und uns ist es ja selber noch nicht passiert. Also sofern ich das Auge da sehe, bin ich weg. Weil das muss man echt nicht herausfordern. Wobei es mal, sag ich mal, für die Aufnahmen sicherlich auch nicht schlecht wäre, mal zu... Oh, nicht schlecht wäre, mal herauszufinden, wie das wohl ist. Das werden wir vielleicht auch mal probieren, aber noch nicht jetzt. Das, ich sag mal, wenn wir die Map so ein bisschen besser kennen und auch wissen, wo wir genau sind. Weil das ist ja jetzt zum Beispiel hier Neuland. Das kennen wir offensichtlich noch gar nicht. Deswegen haben wir das Zelt ja mit. Und wir müssen was essen. Wir essen nichts. Gott. Dafür haben wir sie ja auch eingesammelt. Sehr farbenfroh. So, Freunde. Für diese Aufnahme, für diese Folge, sage ich erstmal, wünscht uns Glück für unsere Campingaktion. Wir machen uns auf den Weg und werden in der nächsten Folge vielleicht ein wenig mehr erfahren, wie es dann wohl ist. Für heute verabschiede ich mich für diese Folge. Ich wünsche einen ganz tollen Morgen, Mittag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, um welche Uhrzeit euch die Folge anschaut. Ich sage danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao!